Ein buntes und abwechslungsreiches Programm hatte die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft für die Kinder im Rahmen der Ferienspiele organisiert. Das Falknerei- und Naturerlebniszentrum Hermann in Plauen war sicherlich einer der Höhepunkte in dieser Zeit. Am vergangenen Dienstagvormittag reisten die Kinder mit dem Bus nach Plauen und wenige Minuten nach der Ankunft stürmten sie in das Gelände. Was sie dort zu Gesicht bekamen, war alles andere als alltäglich. Welche Tiere gefallen den Kindern am besten? Also es sind immer die Eulen, unsere Olga natürlich ganz besonders, aber auch die Adler sind natürlich sehr beeindruckend. Na, so ein großes, majestätisches Tier einfach mal aus der Nähe zu sehen, und es ist uns wichtig, denn man kann nur schützen, was man kennt, und die Kinder sind in der Lage, hier diese Tiere kennenzulernen und aus der Nähe zu betrachten und zu sehen, wie wundervoll sie sind. Doch das war sozusagen nur das Warm-up. Die Kinder sind heute zu Besuch bei uns hier in der Falknerei und unserem Naturerlebniszentrum. Und wir werden jetzt das grüne Klassenzimmer erleben mit den Kindern. Das heißt, es sind zwei Teile, immer die Walderlebnistour und die Flugvorführung dann im Anschluss. Bei der Walderlebnistour werden wir hier in unseren nahegelegenen Wäldern unterwegs sein. Das geht ungefähr 60 Minuten, 70 Minuten. Und da werden wir unsere Sinne wiederfinden, also hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken. Wer an der Buche lecken will, darf das gerne tun. Und wir werden schauen, was es für Hinweise gibt auf Tiere, werden gucken, wie die Natur funktioniert, wie alles zusammenspielt. Und ja, haben da eine schöne Zeit. Und danach geht es dann wieder hier zurück in die Falknerei. Da machen wir dann die Flugvorführung. Da werden wir Bussarde, Adler, Eulen kennenlernen und die fantastischen Talente, die diese Tiere ausmachen. Denn jedes Tier hat ein Talent, so wie jeder Mensch, jedes Kind ein Talent hat. Und wir wollen einfach, dass sich die Kinder dessen bewusst sind, dass jeder was ganz Besonderes kann, und zeigen das anhand der Tiere. Herzlich willkommen bei uns in der Falknerei, Hermann. Guten Morgen. Sehr schön. Also, mein Name ist Nicole. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, egal wann, fragt. Ich weiß nicht alles. Aber das weiß niemand. Das ist auch nicht schlimm. Du weißt dann, okay? Unser Kameramann begleitete die Gruppe in den Wald und war begeistert. Zum einen davon, wie die junge Falknerin spielerisch und mit Witz den Kindern Wissen vermittelte, und zum anderen über die Freude, welche die Kinder dabei hatten. Von wegen, Waldspaziergänge sind langweilig. So. Vogelbeerbaum. Zudem, der Baum ist was ganz Besonderes. Stellt euch vor, eine große Eiche. Wenn eine Eichel runterfällt, was haben wir dann? Oder der Eichelhäher oder das Eichhörnchen die Eichel versteckt. Was haben wir dann im nächsten Jahr, wenn die vergessen, die zu fressen? Genau, eine neue Eiche wächst. Das funktioniert genauso bei denen. Bei denen nämlich nicht. Komisch, oder? Ach ja, es sind ja Bären. Wisst ihr, was hier passiert? Die Bären müssen erst von den Vögeln gefressen werden. Und dann das. Dann spucken die wieder aus. Und dann kommt das. Die spucken die nicht aus. Die kacken die aus. Genau. Die fressen die, dann macht das hier. Und dann kacken die aus. Und dann erst kann ein neuer Vogelbeerbaum wachsen. Macht das bitte nicht nach. Ja? Davon mal abgesehen, dass sie giftig sind, rohe, glaube ich nicht, dass, wenn ihr die auskackt, wieder ein neuer Baum wächst. Okay? Nicht probieren. Einfach mir glauben, okay? Tiere im Wald. Ihr habt gerade gesehen, dort wo gewühlt wird, passt bitte auf die kleinen Ahornbäumchen auf. Dort wo gewühlt wird, das waren Wildschweine. Das sind die Zähne vom Wildschweinmann, ja, vom Keiler. Du sagst, ob sie spitz sind oder nicht, wenn der beißt. Merkst du es? Mhm. Das hier sind die Zähne der Bache. Das ist die Mama. Das ist die Mama, Karl. Und wenn die Bache denkt, ihre Frischlinge, ihre Babys sind in Gefahr, dann ist es ungefähr so, wie wenn eure Mama denkt, ihr seid in Gefahr. Könnt ihr euch vorstellen, was los ist? Ja. Dann sind wir zu Hulk. Die wird zu Hulk, genau. Das grüne Klassenzimmer, wie kommt es denn in der Regel bei den Kindern an?
Sie sind doch überrascht, wie viel es zu entdecken gibt auf gar nicht so langem Weg. Wir bleiben wirklich immer stehen und genießen den Moment und schauen genau hin. Und die sind da immer sehr überrascht, machen sehr gern mit. Merkst du einen Unterschied? Ja. Okay, ihr könnt mir sagen, welche Feder weicher ist. Die. Jawohl. Nicht abknicken. Jawohl. Das grüne Klassenzimmer ist tatsächlich nur für Kindergartengruppen, Hortgruppen und Schulklassen gedacht. Wir sind hier mitten im Gewerbegebiet. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich ein kleiner Rückzugsort, ein kleines Paradies hier am Rande von Plauen. Und ja, man kann das online buchen oder auch anrufen. Und so funktioniert das. Auf die Flugvorführung freuten sich die Kinder wohl dann aber doch am meisten. Ja, und die wurde vor 3 bis 4.000 Jahren in den Städten Mittelostasiens erfunden. Da ungefähr wurde die Falknerei erfunden und aus dem Grund hauptsächlich, die Leute wollten gerne früher mal auch vielleicht eine Gans essen. Ne? Und damals hatte man aber noch keine Schusswaffen gehabt, weil heute geht der Jäger im Wald, dann knallt es, dann fällt was um und dann gibt es was im Braten. Aber damals war das noch nicht so, die hatten bloß den Speer oder Pfeil und Bogen gehabt. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie hoch die Trefferquote ist, wenn man versucht, mit einem Speer oder einem Pfeil im Bogen eine fliegende Gans zu erlegen. Relativ gering. Und deshalb haben die Leute sich gedacht, damals waren die noch viel, viel häufiger in der Natur unterwegs wie heute. Die haben gesehen, dass die Greifvögel, vor allem die Adler und die Falken, das können. Zunächst gab es eine kurze Einführung zur Geschichte der Falknerei und dann ging es auch schon los. Da sah man Mäuse, Bussarde, Turm- und Großfalken, Eulen und vieles mehr. Leider konnten wir die Vorführung nicht bis zum Ende verfolgen, doch schon der Beginn war ein beeindruckendes Erlebnis. Ja, das ist eine Schleiereule. Wow, wirklich.